Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student, hallo, liebe Prüfungskandidaten. Wir sind im DSH-Vorbereitungskurs und üben die Beschreibung von Grafiken. Auch wichtig in der mündlichen Prüfung, in der B1-Prüfung. Darüber müssen Sie mündlich sprechen, das ist noch schwieriger. Hier unser Mitstudenten gemeinsam erarbeiteter Vorschlag zu diesem Thema. Die Quelle der Grafik finden Sie unten im B1-Vorbereitungsbuch des Cornelsen Verlages. Da finden Sie auch nähere Angaben und können die Grafik dort betrachten. Wir werden Ihnen eine eigenhändig angefertigte Grafik nachliefern. So, Sie beginnen mit 1, dem Thema. Also was ist das Thema der Grafik? Unser Vorschlag: In dieser Grafik geht es um die Frage, wo die Deutschen im Jahr 2006 ihren Urlaub verbrachten oder in welchen Ländern sie ihren Urlaub verbrachten oder was die bevorzugten Urlaubsziele der Deutschen in diesem Jahr waren. Punkt 2, die Art der Darstellung, also wie wird das Thema hier dargestellt. Das Thema wird hier durch ein Säulendiagramm dargestellt. Auf der X-Achse finden wir die bevorzugten Urlaubsländer. Auf der Y-Achse die Zahl der Urlauber, angegeben in Prozent. Die Daten stammen von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V., das ist ein eingetragener Verein, 2007. Oder Sie könnten sagen, die Quelle ist die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. 2007. Zum zweiten Teil der Auswertung der Grafik und zum Schlussteil der kritischen Würdigung oder Bemerkung, Schlussbemerkung demnächst. Tschüss.